Einst in den Tagen des Alten Reiches lebten die Menschen in Frieden und Wohlstand unter der Herrschaft eines weisen und gerechten Königs. Nun jedoch herrschen Furcht und Entbehrungen. Der schwarze Ritter Kerberos und seine barbarischen Horden bedrängen das Land. Es wird Zeit, dass man ihnen das Handwerk legt. Zeit für einen heldenhaften Anführer, der der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen kann. Zeit für einen neuen großen König. Missionsziel. Erstens, folgen Sie den Dorfbewohnern ins Dorf. Vertreiben die dunklen Raubritter. Machen wir. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Gut. Angriff! So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da geht es direkt in die Action rein. Und zwar ist das ein Spiel aus meiner Kindheit. Und zwar Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Und ich hoffe, das passt alles mit dem Sound. Also, müsste eigentlich passen. Ich finde, das hier ist das beste Siedler, was es gibt. So, aber ich muss noch was einstellen. Ich glaube, die Soundoption hat doch noch ein bisschen gedauert. So, ja, so, ich glaube, die können wir ein bisschen runterstellen, sonst passt eigentlich alles, oder? Ja, das müsste passen. So. Ich hoffe halt nur, dass, wie kann man das sagen? Also ich hoffe nur, dass es passt mit dem Sound her. Wenn nicht, dann ist es halt ein bisschen schade. Und zwar spielen wir, wie schon gesagt, ein Spiel, und zwar aus meiner Kindheit. Und zwar ist Die Siedler, das Erbe der Könige. Und ach du Scheiße, es funktioniert auch einfach auf meinem Rechner. Und ich habe durchgehend 800 FPS. Das ist relativ geil. Man merkt vielleicht auch, dieses ist ein bisschen reingekommen. Also das Spiel kommt von 2004. Also schon relativ alt. Und wir haben ja einfach mal gedacht, ich spiele es, weil es ist wirklich interessant. Viele Leute denken, das ist jetzt nur so ein, keine Ahnung, Kack-Strategiespiel. Es ist halt wirklich ein Strategiespiel, aber es ist wirklich Humor und gute Story in einem, wenn ich ehrlich bin. Gut gemacht, Herr. Doch seht euch nur das Dorf an. Alles zerstört. Einige der Dorfbewohner haben sich in der Abtei bei Bruder Johannes versteckt. Am besten ihr geht hin und sagt ihnen, dass Talgrund wieder sicher ist. Sprecht mit Bruder Johannes, er wird euch sicher gern empfangen. Und als Geistlicher hat er immer einen guten Rat. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Diese Sprachausgabe ist das war es nicht so. Sprachausgabe. Ich müssen wir ein bisschen höher drehen. Weil es ist, glaube ich, das Wichtigste. Nur durch das Sammeln von Ressourcen erhaltet ihr das für eine Siedlung nötige Material. Sichert euch also früh die begehrten Schächte. Ja. Soundeffekt, Musik ein bisschen runter. Lautstärke.
So eine Lautstärke. Es tut mir ein bisschen leid, ich muss es ein bisschen einstellen. Ich weiß leider nicht, wie es für euch ist. Jeder Held verfügt über besondere Fähigkeiten, um Probleme zu lösen. Fällt ein Held im Kampf, so wird er nach einiger Zeit wieder auferstehen. Ich finde diesen Synchronsprecher, der das eingesprochen hat, so geil einfach. So, jetzt gehen wir erstmal mit unserem Held Dario hin. Viele Leute, die es nicht wissen, also wir müssen eine Siedlung aufbauen und es kommen solche Banditen, die müssen wir abkacken und sowas, ne? Gut. Und es baut sich alles wie auf in der Story. Also gut. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja, dass man weiß nicht, um was es geht. Also am Anfang weiß man das natürlich nicht, aber es kommt noch alles. Also Leute, bleibt dran auf jeden Fall, dann könnt ihr mal checken, um was geht. Armer Bruder Johannes. Jojo Johannes, yo. Dario, gut, dass ihr kommt. Die schwarzen Ritter, die unser Dorf angegriffen haben, treiben noch immer ihr Unwesen. Sie scheinen etwas zu suchen, das sehr wertvoll für sie ist. Aber was kann das sein? Nun, Dario, ihr solltet Talgrund beim Wiederaufbau helfen. Diese Verbrecher haben ja ordentlichen Schaden angerichtet. Eure Burg ist euer Stützpunkt. Diese müsst ihr halten. Und seid auf der Hut. Die Räuber sind noch in der Gegend. Ihr braucht unbedingt Soldaten. Auch empfiehlt es sich, euren Nachbarn einen Besuch abzustatten, um zu beratschlagen, wie man der Gefahr Herr werden kann. Baut das Dorf wieder auf. Zweitens, baut eine Hochschule und erforscht dort die Technologie Wehrpflicht. Drittens, baut eine Kaserne und Heude oder Soldaten an. Ich muss also sagen, das ist nicht das Tutorial, das ist, also es gibt eine Kampagnenkarte, da kann man das schalten, dass man das alles nach und nach frei. Und da gibt es am Anfang zwei Karten, da gibt es einmal die Tutorialkarte. Ja. Dario, einige der Dorfbewohner haben sich mit ihren Sachen hier bei mir versteckt. Okay, das ging jetzt. Jetzt, da die Lage erstmal sicher ist, können sie euch beim Wiederaufbau des Dorfes helfen? Also, ein paar gratis Dorfbewohner kriegen wir, oder Leibeigene eher gesagt. Ja, gut. So. Ah, warte mal, gehen wir erstmal zu dir, Leonardo. Ja, gut. Der will irgendwas von mir. Na gut, sofort. Ah, wen haben wir denn da? Ihr seid Dario, stimmt's? Mich nennen Sie Leonardo, den Erfinder. Habe mir hier vor kurzem eine kleine Werkstatt eingerichtet. Gefällt sie euch? Nun, Herr, ich habe natürlich von den Überfällen gehört. Und, wenn ihr ein offenes Wort erlaubt, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Ich habe kürzlich einen Turm konstruiert, von dem aus man einen tollen Blick hat. Lässt einen weit blicken, sozusagen. Gut. Hier, nehmt die Konstruktionszeichnungen. Damit können eure Leibeigenen bestimmt etwas anfangen. Ihr könnt ein neues Gebäude bauen, Aussichtsturm. Danke, Leonardo. Danke, Aybladi. So. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen immer zu dem Typen. So gut ich kann. Ja, mein Gott. Also, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, das ist aber schon ein bisschen lange her. Und ich habe das Spiel angefangen. Ich drehe mal für mich ein bisschen leiser. Ich hoffe wirklich, das passt, weil sonst muss ich das wieder neu aufnehmen, das war wirklich kacke. Nee, ich verlor den Ehering, bevor ich in die Kirche ging. Findet ihr ihn auf euren Reisen? Will ich euch große Gunst erweisen. Mein Aug ist von der Arbeit trüb. So helft mir suchen. Seid so lieb. Finde den Ring des Bergmannes. Wenn ihr einen gefunden habt, bringt den in den armen Mann wieder. Okay, machen wir. Der Bergmann. In Ordnung. So, ja. Ich weiß natürlich, wo das ist. Das liegt hier irgendwo. Das ist... Naja, man kann jetzt sagen, es ist kacke, man kann aber jetzt sagen, es ist eigentlich gut, so. Jetzt reparieren wir erstmal die ganze... Ja, Zahltag. Schön. Ich mag Zahltag. So, jetzt bauen wir erstmal hier. Natürlich. In
Herr, okay. Seht doch, da liegt etwas im Gras. Das muss der Ring des komischen Bergmannes sein, der in Reimen spricht. Bringt ihn schnell zurück, der gute Mann wird sich freuen. Ganz ehrlich, Leute, so sieht die Siedler aus, Alter. Das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ja. Nicht nur, weil es meine Kindheit ist, sondern einfach deshalb, weil es so mit viel Humor hat und so viel, einfach so ein Spiel, wo man nicht denkt so, ja, ist scheiße hier, ne? Soll ich anrufen? Was will ich verarschen? Das Blöde. Ich glaube, das finde ich mich nicht interessiert. Bei Mond den Brunnen und ihr habt den Ring gefunden. Kann wieder mich nach Hause trauen und der Frau ins Antlitz schauen. Zum Dank lasse ich euch nun in meiner Mine graben. Was ihr findet, das sollt ihr zu eigen haben. Es tut mir sehr leid, ja. Es tut mir sehr, sehr leid. So, ich muss damit Mahlzeiten zu versorgen. So, ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, ihr hört mich richtig, aber ich bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. So, also, ich werde jetzt noch 10 Minuten aufnehmen, das heißt, es sind 20 Minuten Folgen jeweils. Wir wollen ja, ne, ein bisschen... Eure Arbeiter so, ich bin mir nicht sicher. Immer zwei Dorfbewohner. Wir müssen ein paar Dorfbewohner auf jeden Fall bauen. So. Dann brauchen wir... Lehm ist hier irgendwo, glaube ich. Ja, ich glaube schon, dass Lehm da irgendwo war. Ach, da gibt's hier. Ach, stimmt, scheiße. Ich vergesse, es gibt ja schon Ordnung. Ja, komm. Natürlich. Sicher das. So, und da drüben, die bauen das da. Gut. Ich bin müde. Kann kein freies Bett finden. Also, das Spiel hier, ihr wisst ja, ihr kennt ja wahrscheinlich SimCity, ja? Und das Spiel hat ja damit gepriesen, dass es eine Simulation gibt für die Menschen. Und das hier ist eine Simulation, eindeutig. Weil die haben nämlich ein Haus, also die brauchen ein Haus, die brauchen Arbeit und einen Bauernhof. Sonst überleben die nicht. Ja. Und die gehen aber nicht in irgendein Haus rein, sondern die haben ein fixes Haus. Also, dass hier zum Beispiel, wenn ich da jetzt ein Haus baue, das gehört dann denen hier, zumindest die da reingehen. Das nennt man, ja, das nennt man Simulation, aber naja, sagen wir es gleich. Ich meine, wenn das Spiel 2004 schon besser Mario, ist als heutige Spiel. Ihr seid's? Gut. Habe schon von den Schwarzen Rittern gehört. Schlecht. Da muss Eric für Ordnung sorgen. Gut. Der ist gerade in Crawford. Schlecht. Stelle euch aber ein paar Schützen zur Verfügung. Gut. Braucht ihr mehr Hilfe? Das ist schlecht. Denn dann müsst ihr mich entlohnen. Und zwar sehr gut. So soll es sein. So, und wir haben die ersten Truppen erhalten von unserem Nachbarndorf. Wir erledigen das. Es ist natürlich das. So, wir spielen nicht auf dieser Karte die ganze Zeit, weil es ist eine relativ kleine Karte. Aber wir müssen irgendwann mal wohin. Und da werden wir dann automatisch zur nächsten Mission geleitet. Ah ne, wir werden erstmal auf die Kampagnenkarte zurückgewiesen. Da können wir dann automatisch starten. So. Was haben wir da gerade gebaut? Ein Haus, gut. Dann brauchen wir noch einen Bahnhof. Aber gern. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Lehmgrube. Jetzt haben wir kein Lehm mehr. Scheiße. Jupp. Warte mal, Lehm ab, bitte. Holz brauchen wir auch. Hier vorne natürlich. Ist eine Mine, das weiß ich. Da haben wir einen Dario. Also das Spiel ist eigentlich relativ simpel. Es gibt, da oben sieht man die Soldaten. Es gibt so viele Soldaten und so viele Helden gibt es. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen mehr Helden als Soldaten, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und man kann es so vorstellen, es funktioniert eigentlich sogar fast wie die Age of Empires. Also du hast halt Dorfbewohner, das sind halt die eigenen. Und die bauen für dich dann sozusagen das Dorf auf, ja. Aber du musst dafür gucken, dass die Dorfbewohner natürlich nicht verärgert sind. Also darfst du zum Beispiel die Steuern nicht zu hoch setzen. Das müssen wir erstmal technologisieren, dann werden die entweder sauer oder nicht. Und die, wenn man sie anklickt, dann kann man wissen, was die haben. Zum Beispiel sagt er, ja, ich brauche einen Bauernhof oder bla bla. Das war so, ich schätze mal, das war so der Anfang. Ja. Vom, von dem... Wie ihr wünscht, meine Herren. Vom Simulieren, ja. Und ich finde ganz ehrlich, die neuen Die Siedler, zum Beispiel Die Siedler 7, ist so ein Dreckspiel. Kauft euch auf jeden Fall dieses Spiel
nicht. Es ist wirklich der größte Dreck, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe und gekauft habe. So, ja. So, Lehm abbauen. Nee, warte mal, dann gehen die noch da. So, Holz haben wir wieder, aber kein Lehm. Aber wenn ihr wirklich ein gutes Siedler haben wollt, dann ist das hier. Die Siedler 5, das ist aber der König, ja. Das ist relativ geil. Ich hatte mal die Gold-Edition, aber die sitzt leider weg. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Der Bürgermeister. Hä, hallo? Wie ihr wollt. Achso. Seid gegrüßt, Dario. Wir haben von dem Überfall auf euer Dorf gehört. Schlimme Zeiten sind das, seit die schwarzen Ritter die Gegend unsicher machen. Ich habe keine Idee, was oder wen sie suchen. Aber ich will euch gerne helfen. Gebt mir etwas Eisen und ich stelle euch einige Trupps von unseren Schwertkämpfern zur Seite. Sie kämpfen sehr tapfer und sind euren Speerträgern deutlich überlegen. Danke dafür. Also wir müssen den jetzt 500 und 300 Eisen. Die haben wir so viel überhaupt? Nicht so viel. Ja, mein Lord. Oh, dann kriegen wir noch eine Information wahrscheinlich. Also ein bisschen umgucken, dann kriegen wir sogar Informationen über die Person oder über den Gegner. Seid gegrüßt, Herr! Habt ihr auch schon von den Überfällen der schwarzen Ritter gehört? Die machen das ganze Tal unsicher. Man munkelt, sie hätten irgendwo in den Bergen ein Lager. Okay, da haben wir eine Information bekommen, dass die anscheinend ein Lager in den Sehr Bergen wohl. Haben. Wo, ja, wo ja. Die Bergen sind, das wissen wir natürlich nicht. Ist natürlich, ne, alles ein bisschen logisch. Müssen wir jetzt alles rausfinden. So. Leben, Leben, Leben. Okay, jetzt haben wir genug Leben. Jetzt können wir das aufbauen hier. So. Machen wir mal 2 Taler mehr. Eigene meine ich. 300 Leben, Alter. Also in dem, in der, wie kann man sagen, in dieser Kampagnenkarte ist das Mangelware Leben. Der Tat so, machen wir natürlich auch einen Türmchen auf nichts lieber als das. So. Jawohl. Man kann Ihr auch habt nicht genug Wohnhäuser durch. Ja, ja, ich weiß. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Warte mal. Wenn ihr mit mehreren gemeinsam spielt, bestimmt über das Diplomatie-Menü, ob ihr euren Mitspielern feindlich, neutral oder freundlich gesonnen sein wollt. Dementsprechend werden sich eure Siedler verhalten. Das will ich jetzt mal sehen. Also das kann man im Multiplayer also einstellen. Ich habe noch nie dieses Spiel im Multiplayer gespielt und ich möchte es unbedingt mal spielen. Ich habe auch eine CD, die ist zwar cracked, leider. Also ich habe leider die Original nicht mehr. Das finde ich so schade, dass das Original nicht mehr hat. Ja. Es ist wirklich... Also das hier, wenn man wirklich ein gutes Strategiespiel sucht mit Story, die auch lange geht, die geht wirklich lange. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen wir davon machen können. Aber das wird lange dauern, dass wir das fertig haben. Ich habe jemanden gekannt, der hat über 30 Folgen lang dieses Spiel spielen müssen, mit jemals 15 Minuten Länge. Gut, wir haben jetzt 5 Minuten mehr. Aber der hat das so lange gespielt und der war dann nicht mal fertig. Der war, glaube ich, relativ am Ende, aber dann ging es irgendwie bei dem nicht mehr weiter. Aber ich möchte auf jeden Fall die Siedler 5 mit euch natürlich durchspielen oder zumindest versuchen. Ich sehe nämlich auch, dass die Dateien gar nicht mehr so groß sind. Also das sind sehr kleine Dateien. Gut, wir spielen auch im 4:3. Also ich sehe hier jetzt alles Breitbild, aber in 4:3. Bei mir ist auch die Auflösung niedriger als bei euch. Aber es tut mir leid, ich werde das Spiel auch nicht in 16:9 hochskalieren lassen, weil es halt einfach unnötig ist. Deswegen, das ist in 4:3. Dafür habt ihr eine gute Auflösung. So, ganz einfach. So, jetzt aber endlich mal Lehm. Also ich Lehm bin gut. Müde. Kann kein freies Bett finden. Mhm. Wozu bezahle ich meine Steuern? Da sieht man das jetzt, ne? Der dreht sich jetzt darüber auf, dass er keinen Bauernhof hat und fragt sich, warum er überhaupt dann die Steuern zahlt. Es gibt wirklich Momente, da können die wirklich, hören die einfach auf zu arbeiten. Ich glaube, die zünden dann auch die Häuser an oder so wie bei Arno. Aber es ist wirklich ein geiles Spiel. Also, wenn ihr euch irgendwas Cracked holen wollt oder ihr seht irgendwo günstig dieses Spiel, dann kauft es das auf jeden Fall. Es bietet, wie schon gesagt, sau viel Story und es gibt, wenn man die Gold-Edition hat, auch noch 5 weitere, oder 5 oder 6 weitere, Spiele,
inbegriffen, wo man noch die einzelnen Helden kennenlernen kann und von den einzelnen Helden noch Missionen spielen kann. Und das ist einfach das Geilste überhaupt. Alter, boah. Mann, ich will da zurück. Ganz ehrlich, ich habe da mal so ein Lieblingsding gehabt, da hat man so eine Riesenschlacht gemacht. Da musste man verschiedene Dörfer fragen, ob die Einheiten zur Verfügung stellen. Und da war es so, dass wir... Also, ne, Einheiten zur Verfügung stellen, bla bla bla. Und da weißt du, da hast du ein riesiges Heer gegen ein anderes riesiges Heer kämpfen lassen müssen. Und das war geil. Natürlich habe ich immer gewonnen, weil ich da relativ schon gut war in dem Spiel. Aber trotzdem, das muss man so... Oh Mann, ich will diese Zeit zurück, ganz ehrlich. Wird gemacht. Also wenn Ubisoft zuschaut oder irgendein Arbeiter von Ubisoft, dann sagt den Chefs, sie sollen wieder mal so ein Spiel programmieren. Genau so eins. Mit so Helden, mit so normalen Einheiten, mit einem richtigen Kampfsystem, nicht wie bei die Siedler 7. Und wo man Gebäude bauen kann. Das Einzige, was fehlt, man kann keine Mauern bauen. Das ist das Einzige, was man in dem Spiel nicht machen kann. Aber sonst kann man eigentlich alles machen. Also die Dorfbewohner kann man dafür nicht rumschubsen. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Nee. Vergesst das ganz schnell wieder. Ich denke ja gar nicht daran. Nee. Gebt es auf. Ihr wisst doch ganz genau, dass ich eh mache, was ich will. Also wie gesagt, es ist halt... Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Also mal ganz ehrlich, wenn da keine Liebe drin steht in dem Spiel, dann bin ich Weihnachtsmann. Ich hoffe wirklich, dass das wieder irgendwie so ein ähnliches Spiel kommen wird. Oder vielleicht sogar ein Remake, Alter, mit neuer Grafik. Boah, oh, das war so schön. Dieses Spiel hier mit neuer Grafik. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, also wie ihr das Spiel seht. Also steht ihr das Spiel da, das ist ein altes Scheißteil, ja? Warum spielt ihr das überhaupt? Oder denkt ihr euch so, ja, ist interessant, was damals so Spiele gab? Oder sagt ihr, hey, das Spiel kenne ich auch, ist auch mega geil. Soweit ich weiß, ist das Spiel wirklich nicht so gut gelobt worden. Ich weiß wirklich nicht warum. Es hat kaum Bugs. Es hat gar nichts. Es ist eigentlich auch von der Story her ein relativ geiles Spiel. Ich meine, gut, ein Strategiespiel. Was kann man da aus Story machen? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Aber ich hoffe wirklich, dass so ein ähnliches Spiel mal wieder gibt. Nicht so ein Billo-Scheiß wie die Siedler 7, ey. Also ich will das Geld zurückhaben, was ich dafür ausgegeben habe. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war es auf jeden Fall jetzt mit dieser Folge. Wir gehen 21 Minuten gehen wir schon, glaube ich, oder ja, ungefähr. Auf jeden Fall, ciao Leute, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann halt nie. Und dann ciao Leute, bis zum nächsten Video. Tschüss.